Am Anfang beginnt alles Leben durch das Licht. Von Jesus heißt es im Johannesevangelium: Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. In der Bitte um den Segen erflehen wir den Segen des Anfangs. So beten wir: Gott, der du die Welt ins Licht rückst am Anfang aller Tage, der du das Licht zurecht rückst in der Mitte aller Tage, der du in deinem Licht richtest am Ende aller Tage, segne das Licht dieses Feuers, damit es alle Tage erhellt und unsere Sehnsucht wach hält. Stell es unter die Kraft deines Namens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie die Kerzen das Dunkel der Kirche am Ostermorgen erhellen, so zeichnet die Erzählung aus der Genesis das Werden der Welt nach. Mit dem Licht beginnt alles. Das Licht des Schöpfungsmorgens ist eine Metapher für jenes Licht, das der Dunkelheit die Furcht und dem Tod den Schrecken nimmt. Es ist das Licht Christi, das mein Leben erhellen kann und aus dem Todesschatten in sein Leben spendendes Licht führt. Lesung aus dem Buch Genesis. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe,
Ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Die Lesung des Propheten Jesaja präsentiert drei Perspektiven auf Gottes Wort. Gottes Wort stillt den Durst, seine Weisung für das Leben macht satt. Gegen den Pessimismus, dass die Weisung allzu oft ungehört verhallt, setzt der Prophet die göttliche Versicherung, dass Gottes Wort tatsächlich bewirkt, was es will. Auf Gottes Weisung zu hören, macht wirklich Sinn, lässt aufleben, lässt auferstehen aus dem Tod der Gleichgültigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an Fetten speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben. Ich schließe mit euch einen ewigen Bund. Die Erweise der Huld für David sind beständig. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen, und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir. Um des Herrn deines Gottes, des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm,
und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Lasset uns beten. Gott, ewiges Licht, durch dein Wort offenbare, was du mit deinem Gottesreich willst. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird hell, was niederdrückt, soll ein Ende finden, was tot war, steht auf zum Leben. Dieses dein Wort suchen wir am Morgen dieses Tages. Dies dein Wort hören wir auch für alle Nächte, die es uns schwer machen, an den neuen Morgen zu glauben. Schenke uns dein Wort des Lebens für Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nach dem Sabbat. Beim Anbruch des ersten Tages der Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu suchen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu den Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voller Furcht und großer Freude und sie eilten zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und fassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Frohe Botschaft in dunkler Nacht. Der Gekreuzigte lebt. Der Stein ist weggewälzt, das Grab ist leer. Das Leben ist ausgerufen, der Tod verstummt. Thank you.
Herr, unser Gott, sei deinem Volk nahe, das wachend und betend dieser Auferstehungsfeier begeht. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deiner großen Taten und bitten dich, dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert, empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes. Du hast das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum erfrischenden Trunk und zum reinigenden Bad wird. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinem Tod durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. In diesem Wasser widersagen wir der vielen Formen des Bösen. In diesem Wasser bekennen wir uns zu dir, unseren himmlischen Vater. In diesem Wasser feiern wir Jesus, dein menschgewordenes Wort. In diesem Wasser wissen wir uns eingetaucht in deinen Geist, der uns einführt in deine Herrlichkeit. Amen. So ziehen wir nun zum Wasser des Lebens, um unsere Taufe zu erneuern. Mit dem Flötenspiel und Texten von Hub Osterhuis reihen wir uns ein in eine große Prozession derer, die Jesus nachfolgen. Im Eintauchen unserer Finger in das Osterwasser tauchen wir ein in das Geheimnis dieser Nacht. Wir benetzen unsere Stirn und lassen uns berühren von der Botschaft dieses Morgens. Seid ihr zugegen, Licht in unserer Mitte. Lass unsere Augen deine Herrlichkeit sehen. Weck deine Kraft. Komm und befreie uns. Seid ihr zugegen, dass wir wieder leben. Seid ihr zugegen, Flamme des Lebens. Flamme unseres Lebens. Gott in unserer Mitte. Komm
und befreie uns, damit wir wieder leben. Sei hier zugegen, Licht in unserer Mitte. Diese Rettung geht auf wie das Licht am Morgen. Komm und steh auf, sei Licht für unsere Augen. Gott in unserer Mitte, Flamme des Lebens. Komm und sei hier zugegen, damit wir wieder leben. Gott der Mächte, Gott der Menschen, komm und erleuchte uns, damit wir wieder leben. Sei hier zugegen, Licht in unserer Mitte. Du bist auferstanden, Bruder Christus. Das Licht siegt über alle Finsternis. Die Wahrheit beendet den Wahn. Die Liebe befreit aus der Furcht. Dein sind wir im strahlenden Licht des Tages. Dein sind wir im tiefsten Dunkel unserer Nächte. Wir bitten dich, schenke uns deinen Frieden. Und erhalte uns in deinem Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Schein der Osterkerze vertreibt das Dunkel. Das Licht der Osterfreude macht unser Leben hell. Wir rufen zu Jesus, der von Gott ins Licht getragen wurde, und bitten dich. Für die Kirche, bestärke sie, dass sie die frohe Botschaft deiner Auferstehung kraftvoll und verständlich ins Heute übersetzen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Hilf ihnen, als österliche, als befreite Menschen zu leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren Leben in Kriegs- und Krisengebieten bedroht ist. Lass Gerechtigkeit und Frieden wachsen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen und für alle Toten. In diesem Festgottesdienst denken wir vor allem mit Anna Wieser an den verstorbenen Gatten und Angehörige. Schenke ihnen Anteil an deiner Auferstehung, an deinem Leben in Gottes Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, Erlöser der Welt, wir danken dir, dass auch für uns das Tor zu Freude und Frieden offen steht. Wir loben und preisen dich, heute und alle Tage unseres Seins. Amen.
Beten wir nun das Gebet des Herrn, des Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie das Licht des Ostermorgens, so leuchte uns Gott dein Segen. Christus ist auferstanden. Sein Friede begleite uns, sein Licht leite uns und seine Liebe erfülle uns. Dass wir aus dieser Freude leben, dazu segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin in Frieden und Freude. Halleluja.